So, da bin ich wieder. Da es mit den Tagesaufgaben in letzter Zeit nicht so wirklich gut klappt, werde ich jetzt einfach nur das Abenteuer spielen und werde da einfach versuchen, immer möglichst weit freizuschalten. Das heißt, wir gehen jetzt gleich in den Dschungel, versuchen eine Schrotflinte zu finden und versuchen dann das Eislevel freizuschalten beim Bomberman. Und dann später werden wir versuchen, das Level nach dem Eislevel freizuschalten und so weiter. Dass wir uns so quasi voranarbeiten. Denn vom ersten Level aus bis zum Eislevel zu kommen, das haben wir bei den Dailies gesehen, das schaffe ich fast nie. Und das finde ich doch ein wenig frustrierend. Deswegen denke ich mal, ist so der bessere Weg. Zing. Außerdem sehen wir dann auch mehr von den ganzen neuen Ecken, die es gibt. Weil normalerweise fangen wir halt in der Mine an, müssen dann 4 Level durch die Mine durch und dann mit etwas Glück kommen wir dann dahin. Und so können wir gleich hier starten und hier die ganzen Sachen alle genau unter die Lupe nehmen. Wobei, wenn man das Spiel später richtig gut kann, sollte man wahrscheinlich immer im ersten Level anfangen, um das ganze Gold zu sammeln. Also wir werden jetzt ziemlich Probleme haben, das Geld zusammenzubekommen für die wichtigen Sachen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Können wir im Luft... Ja, können wir. Ich wollte gerade fragen, ob man in der Luft werfen kann, aber es klappt. Zoink. Und ja, ich peitsche nach hinten. Das vergesse ich immer wieder. Wow. Ich habe nur auf den Shop geguckt. Okay, nochmal das Ganze. Das wäre jetzt eine richtig miese Daily gewesen. Das alles nur, weil ich beim Shopkeeper geguckt hatte, was er denn verkauft. Und dann habe ich gesehen, ah, es ist bloß der Sklave. Es ist bloß der Sklave. Und dann waren wir schon tot. Nicht schön. Gar nicht schön. So, wo war ich? Ah, genau. Wir brauchen jetzt die Schrotflinte und die beste Möglichkeit, die Schrotflinte zu bekommen, ist in dem Geisterlevel. Aber das ist reine Glückssache. Das heißt, entweder müssen wir Glück haben, was ich in letzter Zeit ja nicht besonders viel habe, oder wir brauchen einen Händler. Was allerdings auch wieder Glück ist. Nee. Da ist ein Händler. Und er hat keine Schrotflinte. Und genau bei so einer Tiki-Falle bin ich doch letztens erst gestorben. Das weiß ich noch ganz genau. Da musste man auch so runterkraxeln an der Tiki-Falle lang. Oh ja, stimmt. Das mag der Typ nicht so gerne. warte mal. Oh, oh. Gib mir die. Oh. Oh. Das war schmerzhaft. Okay. Okay. Nicht mit alten Opas anlegen. Und nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich will doch nur dich haben. Geh weg. So. Menno. Wo zum Geier bin ich? Da ist eine Blondine. Ich habe nur noch ein Leben. Nee, komm. Jetzt. Zack. Mit einem Leben komme ich nicht weit. Stimmt eigentlich. Ich könnte mich durchgehend umbringen. So lange. Nein. Wie kriege ich dich wieder an? Ah, an einer Fackel. Okay, das macht Sinn. Was ich vorher sagen wollte. Ich könnte mich so oft umbringen, bis ich in einem Geisterlevel starte. Wobei ich fast den Verdacht habe, dass die Geisterlevel... Nein! Das Hochklettern in Tiki-Fallen kriege ich irgendwie nicht so wirklich hin. Was ich sagen wollte, bevor ich mal wieder von einer Tiki-Falle unterbrochen wurde... Geisterlevel kommen, glaube ich, erst ab dem zweiten Dschungellevel. Wie komme ich jetzt an dem da vorbei? So? Ja. So, doofer Typ. Ich hätte gern... Ach, egal.
Ich wollte ihm eigentlich seinen Bumerang klauen, aber dann wäre er bestimmt wach geworden. Ah, ja. Du kommst mit. Du kommst mit. Was ist böse? Achso, sein Bumerang können wir mitnehmen. Zoing. Okay, so geht das. Ich muss echt warten, bis die obere... Wollen die mich verarschen? Ich muss warten, bis die obere Hälfte der Tiki-Falle ausfährt und dann daran springen. Das ist nicht so schön. Also jetzt. Ach ja. Es war eine super gute Idee, heute keinen Daddy zu machen. Oh, 12 Bomben. Boah, da kann ich es richtig Unsinn mitmachen. Bye bye, Pflanze. Die überlebt das? Was zur Hölle? Oh, 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 oh. Da ist eine Kiste. Aber da kann ich mich nicht ranbomben, oder? Nee, ich glaube, dann mache ich unter der Kiste was weg. Ja. Oh, doch, warte mal. Da. Lauf mal nach rechts. Oh. Ach ja. So, dich hätte ich gerne. Hier, richtig? Ich glaube ja. Jo. Ja, sprengen klappt langsam. Oh, nicht. Oh. Bin ich gerade auf eine Kiste gefallen? Also das macht irgendwie viel mehr Spaß als die Dailies. Ich sterbe zwar durchgehend, aber das sind ziemlich lustige Tode dazwischen. Springstiefel. Oh oh. Vielleicht sollte ich einfach die Dailies ganz aufgeben. Und nur noch die lustigsten Tode finden. Also von uns oder von den Gegnern. Hallo, komische Typen. Doink, 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 doink. Okay, raus hier. 3 synchron springende kleine Frösche. Und einer, der aus dem Rhythmus springt. Hm, kein Totenlevel. Das ist nicht schön. Also der... Ja. Der Dschungel wäre gar nicht so schlimm, wenn es die Tiki-Falle nicht geben würde. Weil ich komme da rechts jetzt aber nicht hoch. Außer ich köhle das einmal an und dann... Ja, es geht. Aber da muss ich auch jedes Mal dran denken. So, frisst der Piranha die fleischfressende Pflanze? Nein. Frisst die fleischfressende Pflanze? Ja. Genau das meine ich. Viel toller als Tagesaufgabe. So. Und wir lernen was. Für die Wissenschaft und so. Wo zum Geier wolltest du hin? Ich habe nicht mehr gezielt und ihn mit dem Dingen zerschlagen. Sehr schön. So, komm mit, komm mit, komm mit. Hallo Affe. Au. Erstmal dich abgeben. Was zur Hölle war das gerade? Bin ich über das... Ich kann auf Wasser hüpfen? Wow. Machen das die Sprungschuhe oder kann ich das auch sonst? Warum kann ich das jetzt nicht mehr? Achso, sieht nur so aus, als wenn ich auf Wasser hüpfen könnte. Ich bin eigentlich im Wasser und hüpfe dann aus dem Wasser raus. Nee, 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 okay. Ich dachte schon, das wäre irgendein Spezialeffekt von den Springschuhen. Was hier auch ganz nett wäre. So, gehen wir dich ab. Und hoffen auf eine Schrotflinte. Knutschi. Komische Musik, aber keine Untoten. Nein. Oh, die macht nur einen Schaden. Okay. Oh, warte mal. Die Leiche können wir gebrauchen. Ja, das klingt komisch, ich weiß. Oh, oben. Ja.
Er hatte auch keinen schönen Start. Aufgewacht und aufgespießt. Genau. Oh, zwei Kisten. Edelsteine. Sind ein paar viele. Ich muss eigentlich nur den Götzen nehmen und dann weg hier. Oh, da ist eine Schrotflinte. Aber bei einem alten Mann, das sollte ich lieber lassen. Geh mal weiter nach rechts, genau. Nein, geh weiter nach rechts, nach da. Wenn ich auf deiner rechten Seite springe, springst du dann auch nach rechts? Ja. Oh. Oh, war gar keine Piranhas drin. Warte mal. Okay. Sing. Oh, da ist der Ausgang. Peitsch. So, du runter. Da ist ein Piranha. Warte mal, ich teste mal Piranhas. Ja, machbar. Darf man bloß keine Angst vor haben. Und im richtigen Zeitpunkt angreifen. Du warte mal hier. Du spring mal da. So. Wusch. Und der... okay. Da hätte ich wohl Fallschaden genommen. Und der Frosch hat doch glatt unser Götzending hier weggesprengt. So. 20.000... Nee, da bin ich nicht lang. 20.000 Gold und gleich wieder 4 Leben. Das geht ja schon fast. Okay, es war auch nur das erste oder zweite Level, aber hey. Da sind wir nicht mehr pingelig. Jedes bisschen Fortschritt zählt. Da will ich nicht lang. Hier. Was war das? Achso, es war eine ganz normale Kiste. Das sah für mich kurzfristig aus wie ein Tresor. Das wäre schon komisch gewesen. Kenne ich so nämlich nicht im Spiel. Peitsch. Du, geh mal da runter. Danke. Er wird betäubt, wenn er einen Steinmenschen frisst. Okay. Komm mal nach rechts. Komm mal nach rechts. Zoin. So, komm mit. So. Wir sind ganz schön viele von diesen Steinzeitmenschen. Genau ihr. Haha. Bin ja nicht gehässig oder so. Ist der Ausgang, verdammt. Oh. Da ist der Ausgang. Hey. 5 Leben. Wir brauchen immer noch die Schrotflinte. Oh, Kletterhandschuh. Fluch und Segen in einem. Und da gehe ich bestimmt nicht lang. Da ist die Blondine. Falsch. Komm, voll runter. Oh, hast du jemanden erschlagen? Sehr gut. Zeug. Okay, weg. Kommen wir bei ihr ran? Wieso nicht? Aber ich glaube, wenn wir es hier hinstellen würden, würden wir sie erwischen, oder? Oh, wir haben keine Bomben mehr. Das ist jetzt echt nicht gut. Ja, Level vorbei. Das mit den Bomben ist echt nicht toll. Weil jetzt, wo es keine Tagesaufgabe mehr ist, bin ich wesentlich rücksichtsloser. Ich achte auch weniger auf die ganzen Details. Weil ich weiß, wenn ich sterbe, kann ich aber neu anfangen. Das ist ja nichts verloren, ne? Zum Beispiel da, komme ich jetzt auch wieder nicht ran. Also Kisten suchen. Das ist den einzigen Weg folgen, den wir jetzt nehmen können. Weil es muss hier immer einen Weg geben. Bye bye, Frosch.
schon der Ausgang? Warum läufst du weg? Ich wollte auf dich raufspringen, Frosch. Kannst du mir auch sowas nicht antun. So, dich hätte ich gerne. Au. So. Haben wir noch irgendwo Leichen? Noch nicht. Was, wenn ich ihn lebendig opfer? Haha. Okay, es geht auch. Gibt vielleicht sogar mehr Punkte. Aber keine Ahnung. Zoing. So, raus. Und Bomberman. Tut mir leid. Hast eine Schrotflinte? Nö. Aber dadurch wissen wir jetzt, dass er jedes Mal wirklich eine Schrotflinte haben will. Das heißt, wir können so lange jetzt den Dschungel machen, bis wir eine Schrotflinte finden. Und dann müssen wir nur noch durchhalten, bis er kommt. Oh, stirb, du Aliens. Wow, okay. Denk dran, Gerogon, die explodieren. Kommen wir an sie ran? Ja. So. Spring. Oh, Minen. Mit den Minen wollte ich auch experimentieren. Aber nicht unbedingt mit der Blondine. Also wir können sie bestimmt mit sowas auslösen. Ich brauche was zum Werfen. Hier ist nicht wirklich viel zum Werfen. Oh, hey. Du bist nur ein kleines, doofes Alien-Ding. Okay. Also wenn ich es rauflege, explodiert es auf jeden Fall. Was, wenn ich es werfe? Ich bin nicht weit genug geworfen. Okay, das ist eh keine Tagesaufgabe. Also laufe ich jetzt auf die Mine zu und versuche sie aufzuheben, bevor sie explodiert. Und es geht. Was mache ich jetzt damit? Wenn ich sie hinlege, wird sie wieder scharf? Ja. Das heißt, ich kann die Minen benutzen, um Gegner zu töten. Also vielleicht so einen Bossgegner, den wir normal nicht schaffen. Das ist gut zu wissen. Und wenn ich sie werfe, explodieren sie bestimmt wie eine Granate. Hm? Wo geht's weiter? Da. Hier geht's nicht weiter. Ah ja, die Seitenwand hier könnte noch echt praktisch werden. Wie gesagt, das eine Mal hätten wir überlebt. Hätten wir die Seitenwand genutzt. Wow. Okay. Was zur Hölle ist der Ausgang? Ups. Das war nicht geplant. Okay, nächster Test. Ich springe jetzt auf... Also ich fall jetzt zwangsweise auf die Mine rauf und versuche sie dann aufzuheben. Also hinlaufen seitlich ging ja. Aber was ist, wenn ich rauffalle? Na. Okay, man kann auch rauffallen, muss sie nur wirklich schnell genug aufheben. Man sollte sich nicht festhalten, man sollte nicht die Peitsche drücken. Wir sind über 40.000 gekommen. Das ist auch noch eine schöne Aufmunterung. Also ja, wie ihr gemerkt habt, die letzten Folgen in der Daily waren ganz schön nicht frustrierend für mich. Aber das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Also die ganzen Tode, vor allem auch diese Ping-Pong-Tode in die Pflanze rein, explodierende Pflanze und sowas alles. Das sind halt lustige Slapstick-Momente. Das heißt, ich denke mal, ich werde morgen auch noch ein bisschen rumdümpeln hier und in ein paar Tagen vielleicht wieder mit den Dailies anfangen. Das tut mir, glaube ich, am besten. Und wir sehen nach und nach auch die neuen Gebiete. Denn ich denke mal, spätestens in 2-3 Folgen werden wir irgendwo eine Schrotflinte finden, die abgeben können. Und dann können wir schon mal immer wieder im Eislevel starten. Und so dann vielleicht demnächst mal auch ins UFO reinschauen. Das hatten wir auch schon gesehen, wo ich dann runtergefallen bin. Und auch was nach dem Eislevel kommt. Das fehlt ja noch komplett. Oh. Na gut, dann bis morgen. Bye, bye.